So, die Big Boo Grube. Welt 2-6. Damit unseren absoluten Endboss in Welt 2. Der, glaube ich, auch gar nicht so einfach war, wie ich mich, wenn ich mich richtig entsinne. Oder? Mal sehen. Ja, wir kämpfen gegen ein Schiff, was Kanonenkugeln absondern kann. Das war jetzt, nee, nicht so ganz so klug. Hier sollte man, glaube ich, mit Anlag kämpfen. Weil mit Anlag kann man eben netterweise, wow, die Bomben aufs Schiff draufwerfen und dann direkt alles weghauen. Das ist wunderbar. Ach ja, die obere Kanone sollte man natürlich nicht vernachlässigen. Die uns komischerweise nur einen Schaden gemacht hat. Wie kann das denn sein? Schieße mal bitte. Hallo. Dankeschön. Die haut aber auch ganz schön rein, so von der Explosionsreichweite. Achso, wir müssten... Ja, die unten die drei Tentakeln hätte man natürlich auch killen können. Und das war's schon. Oh mein Gott, der Endgegner war ja schwer. Ja. Das kann doch nicht das Ende sein. Das geht einfach nicht. Allein schon deswegen, weil wir keine Siegesprose gemacht haben. Dam, 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 dam. Oh mein Gott. Zwei Wale. Was hängen die dran? Natürlich an einem riesigen Tentakel, der einem Oktopus gehört, der auf seinem Rücken ein Schiff trägt. Das macht so viel Sinn. Ja, soll das überhaupt ein Oktopus darstellen? Acht Arme und so ist ein bisschen... bisschen wenig jetzt hier, so was ich so sehe. Ja, habe ich nicht getroffen. Schade. Hier sollte man dann vielleicht wieder die... die Bomben hier rausholen. Die trifft... Ah! Ja, okay, okay, okay. Ja, ja. Ich hab's... Ja. Ja, ja. Ich hab's verstanden. Und so. Essentiell, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wir müssen ihm einfach die Bomben einverleiben. Was nicht ganz so schwer ist, wenn man Zeitbomben besitzt, die nicht kaputt gehen. Ja, außer man macht eben sowas hier. Ja? Würdest du mal bitte... Ja? Ja, 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 ja. Und Essen. Essenszeit. Oh. Der Kampf hier ist ziemlich nervtötend. Weil man kann ihn wirklich nur so treffen und das ist ziemlich zeitintensiv. So, jetzt schießt er wieder ganz viele von seinen kleinen Mannequins hier. Sollen wir alle herkommen? Ja, kommt mal her. Boom! Na, so viel habe ich jetzt gar nicht getroffen. Blöd gelaufen. Jetzt aber, hä? Jawohl. Und die machen eben auch noch eure Bomben kaputt. Das ist so ein bisschen... Toll, jetzt habe ich eine Bombe und mich selbst in sie. Das ist so scheiße. Der macht mir auch einen Schaden. Naja, okay, das liegt wahrscheinlich das... Sollen wir lieber Keimen rausholen? Ich würde ja fast ja sagen. Doch, ich glaube, Keimen ist hier die bessere Wahl. Weil Schaden kassieren... Ich meine, gut, Zeitbomben sind ganz nett so. Oh, wenn er mich jetzt da reingeschubst hätte, ey, dann hätte ich aber die Kotze gekriegt. Zeitbomben sind ganz nett, aber... Nee. Und ihr seht, der ist auch gar nicht so einfach. Er ist halt ziemlich ausdauernd. Und bis man ihn hier gekillt hat, kann das schon mal eine Weile dauern. Na, hier bin ich. Hallo. Ist doch. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, wunderbar. Herrlich. So, ich glaube, Cayman war die gute, die bessere Wahl hier auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, alte Projekte. Also, wenn ihr irgendwie Lust verspürt, mal mehr von mir gucken zu wollen, dann kann ich euch das nur empfehlen. Könnte auf jeden Fall sich lohnen. Ich weiß es nicht. Ist so ein bisschen fragwürdig. Also ich finde meine alten Projekte nicht unbedingt ganz so gelungen. Es gab bei mir auch einen relativ starken Umbruch zwischen... Oder relativ schnellen Umbruch sogar zwischen... Commentary schlecht und Commentary akzeptabel. Es hat sich nicht wirklich entwickelt, sondern ist relativ schnell passiert. Ich weiß nicht warum. Das ist mir mal so selbst aufgefallen in letzter Zeit. Kann natürlich auch sein, dass ich mich da total irre. Wow. Hier hat man natürlich auch keinen Anhaltspunkt, wo die Dinger landen. Das ist so ein bisschen schwierig. Kriegen wir Max vielleicht noch als Hilfe? Das wäre super. Weil Max ist in dem Kampf hier schon mega gut. Ja. Ja.
Oh, diese kleinen Raketenfische oder was auch immer das sein soll. Aber auch hier wieder so ein Gegner, der der Umgebung angepasst ist einfach. Das ist gut gemacht. Nein, 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 nein. Ja, das war jetzt nicht so super, aber egal. Das Gute ist, er starrt ja so ein bisschen. Und wenn er jetzt fressen will, dann frisst er auch. Nein. Nein, 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 nein. Och, Mann. Ja, das kann ich jetzt wieder nur noch um Jahre handeln. I'm sorry. Wir kriegen halt auch kaum Schaden. Das macht den Kampf so ewig lange. Ja, aber wie gesagt, so allein so von der Thematik her wieder mal ein Naturwesen gegen das, welche... Das war super. Einfach mal ganz schnell alles weggerumst. So, isst du mich? Du willst mich ja bestimmt essen, oder? Ja. Nein! Oh, Mann. Ja, jetzt macht er erstmal den da und dann macht er nochmal seine Mannequins und dann macht er endlich mal wieder den Mund auf. Man kann ihn halt, glaube ich, auch nicht dazu zwingen, das zu beschleunigen. Also ich wüsste nicht wie. Das ist ziemlich blöd, ja. Also gameplay-mäßig ist der Boss hier jetzt nicht überragend. Das hat man an der Stelle, glaube ich, als geübter Zocker schon. Ja, so kann man natürlich schnell Gegner killen, aber auch schnell sich selbst. So, iss mal bitte. Hallo? Ja, genau. Frieren erstmal ein. Das ist super. Und jetzt warten wir nämlich, bis er uns auch anvisiert. So mit Essen und so. Ja? Ja, 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 genau. Wunderbar. So, Max. Dein Einsatz bitte. Ich warte. Ich habe doch ziemlich viele Blitzkarten, oder nicht? Bitte, hilf mir. Ist nicht so, als würde ich sterben, aber es ist einfach so ewig lange, dieser Kampf. Egal, ich glaube, hiernach werden wir uns dann nochmal der Welt 1 widmen. Und da das letzte Carabomb, was uns bis jetzt noch fehlt, aufsammeln. Ja, wir haben es begriffen. Ja, du bist ganz toll. Bam, das war cool. So, frissen, frissen. Fressenszeit, wollte ich sagen, egal. Explodier. Nein, 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 warte. Ja, 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 ja. Nein, hä? Wieso macht er das denn jetzt? Ey, jetzt macht er nochmal die Explosion. Kann man das irgendwie beschleunigen? Oder kommt mir das so vor, als ob das ewig lange dauert? Und diese Bomben treffen mich einfach mal alle, aber ich kriege keinen Schaden. Ich weiß nicht warum. Ich hacke. Ich weiß. Ah ja, man kann sich sogar so hier schützen irgendwie. Das ist cool. Daran sollte man vielleicht öfter mal denken. Nein, 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 nein. Ah. Wehe, er frisst jetzt. Jetzt kannst du fressen. Nein. Hä? Wieso? Ich verstehe es nicht, wie es gescriptet ist. Was muss ich hier machen, damit er frisst? Das ist doch mega Panne gerade. Und wenn ich jetzt sterbe, ey, dann kriege ich erst rechts Kotzen. Also. Wie ging er denn nochmal richtig? Ich glaube, man musste ihn treffen, damit er checkt, dass er uns fressen will. Irgendwie sowas. Ja. Genau. Und jetzt vielleicht? Willst du jetzt? Ja, 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 nein. Ja, ja. Gut. Ich kann bei ihm auch irgendwie ganz schlecht erkennen, in was für einer Phase er sich gerade befindet. Also, ob er jetzt als nächstes frisst oder nicht, das finde ich gar nicht so einfach. So macht man das richtig. Genau. Einfach den lame Schutz raushauen und die Gegner sich selbst killen lassen. Ne, die killen sich gar nicht selbst. Jetzt schon. Hä? Okay. Nein, jetzt habe ich das schon wieder verpasst. Jetzt spawnt er wieder ein paar Mannequins. Es ist so spannend. Ich weiß. So, jetzt einmal so. Bitte werd getroffen. Ey. Ich habe ihn doch wohl getroffen, oder? Oh Gott, dieser Kampf. 6 Minuten 49 und es wird nicht schneller und es tut mir leid. Ich könnte an der Stelle über irgendwas Interessantes reden. Ja, aber was Interessantes könnte ich denn noch reden? Ich werde heute ein Protokoll weitermachen. Das wird spannend. Letzter Versuch, zu dem wir das gemacht haben, war Thermodynamik, wo wir geguckt haben, was für Wärmekapazitäten verschiedene Stoffe haben, indem wir einen erhitzten Wasserbehälter da die Temperatur gemessen haben, dauerhaft, und in diesen Behälter... Ja? Komm, krieg mal Schaden, bitte. Ey. Man muss ihn wirklich komplett von... Ja, und jetzt... Hallo! Ey. Ich
glaube, das ist auch der nervigste Boss im ganzen Spiel. Und der, dessen, ja, wo das Gameplay auch einfach am nervigsten ist. Ja, auch noch schön treffen lassen, damit ich jetzt wieder nicht die Bombe zünden kann. Ja, macht einfach noch ein paar mehr. So. Jetzt aber. Jetzt komm, explodier. Danke. Und jetzt bitte friss. Nein. Nein, 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 nein. Komm her. Oh nee, das ist. Ach, geil. Komm, ey. Das ist so ein Affe, der Gegner, ey. Das ist unglaublich. So, ich wollte noch ein bisschen weiter erzählen. Genau, wir haben ein paar Metallklötze in Wasser gegeben, in heißes Wasser, und geguckt, wie sich die Temperatur ändert. Und aus dieser Temperaturänderung kann man auf die Wärmekapazität von diversen Stoffen schließen. Das ist ziemlich nett, ja. Und zum anderen haben wir den Wärmeausdehnungskoeffizienten von Luft berechnet. Also, wie stark sich Luft ausdehnt, wenn man es erhitzt. Oder wenn man sie erhitzt. Natürlich bei konstantem Druck. Das muss immer dazu gesagt sein, weil, wie man weiß, bei erhöhtem Druck ziehen sich Dinge, ja, bekanntlich zusammen. Ey, nein! Das ist doch nicht wahr! Was mache ich denn noch hier auch? Das ist unglaublich. Diese behinderten kleinen Viecher. Also, ich bin selten wütend. Ihr kennt mich. Aber sowas hier, was einfach nur nervig lange ist, sowas geht gar nicht. So, einmal. Jetzt kriege ich auch noch so viel Schaden, dass ich wahrscheinlich verrecken werde. Ich sehe es noch kommen. So, einmal den. Nein, jetzt. Oh, jetzt macht er wieder die Mannequins. So, einmal den hier bitte. Ja. Jetzt dreh dich mal komplett um, bitte. Hier hinter dir bin ich. Ja. Ja, 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 ja. Und jetzt. Dankeschön. Meine Güte. Ey. So langsam schickt's echt. Warum kommt Max nicht? Ey, der hätte uns so viel Leid ersparen können in diesem Kampf. Aber nein. Er denkt sich, jetzt schilt lieber sein Leben. So. Langsam kommen wir in den kritischen Lebensbereich hier. Langsam kommen wir in den sehr kritischen Lebensbereich hier. So, jetzt macht er wieder seine Mannequins. Kennen wir alles. Und dann sollten wir nach Möglichkeit. Fuck. Okay, jetzt wird's eng. Er oder ich, er oder ich, er oder ich. Er oder ich. Er. Er. Was? Nein. Nie im Leben. Ey. Es reicht. So. Wir stellen uns jetzt hier hin und machen Lähmschutz. Das ist mir scheißegal. Scheiße! Mann! Oh Mann, jetzt haben wir auch noch diese... Oh nein! Ey, ich... Dieser Bosskampf... Es ist unglaublich. Es kann keinen... Ey, guck mal, wie langsam wir jetzt sind. Das ist mega toll. Ey, guckt euch das an. Hallo. Ach ja, wir können eine Bombe legen. Ja, das ist ja super. Das macht den Kampf ja total schnell. Also, eine ganze Bombe. Und wir können die sogar hier hinlegen. Dann könnten wir fast sogar zwei Leute treffen. Ach nee, unsere Reichweite ist ja zu kurz. Ey. Ja, die Pinguine sind schneller als... Wir haben nichts, was unsere Geschwindigkeit erhöht, oder? Bomben? Feuer? Nee. Alter. Ich krieg so das Kotzen gerade. Es ist unglaublich. Dieser Boss. So. Wieso habe ich ihn jetzt nicht... Das können wir doch eigentlich gerade schon wieder abhaken. So, einmal den hier bitte. Jetzt haben wir wieder nur noch drei Herzen. Probieren wir den Boss jetzt überhaupt oder lassen wir jetzt nochmal drauf gehen? Wir probieren ihn, um ihm zu zeigen, dass wir das können. So. Ich erzähle einfach nochmal ein bisschen weiter, vielleicht interessiert es ja irgendjemanden. Dann haben wir, genau, was ich erzählt habe, geguckt, wie stark sich Luft bei Wärme ausdehnt. Nein, nicht bei konstantem Druck. Bei konstantem Volumen natürlich. Ja, also nee. Nee, das auch nicht. Schwachsinn. Wir haben das Ding, wir haben die Luft eingesperrt quasi in einem Glaskolben. Das heißt, konstantes Volumen erzeugt. Und dann kann man, wenn man die Temperatur erhöht, einen erhöhten Druck feststellen. Und über diesen Druck lässt sich der Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen.
Und damit kann man beispielsweise ein Druckthermometer erschaffen. Weil man dann weiß, wenn ich so und so viel Grad Celsius mehr mache, oder wenn ich so und so viel Wärme hinzufüge, dann wird das Ding so und so viel wärmer und dann dehnt sich die Luft so und so viel aus, dann gibt es so und so viel einen größeren Druck und über die Druckdifferenz kann man dann eben bestimmen, wie viel die Temperatur oder wie stark sich die Temperatur unterscheidet. So. Spannend, oder? Ich weiß nicht. Also, gerade finde ich gar nicht spannend, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ihr... Ja. Hallo. Okay. Aber diese Mannequins sind einfach das Nervigste in dem Kampf. Ich glaube, das hat man schon diverse Male feststellen können. So. Die muss man irgendwie ein bisschen weglenken. Sonst wird es ganz schwierig hier. Jetzt kommt er schon wieder. Ja, wunderbar. So macht man das. Das Gute ist, dass uns die Walhände wenigstens keinen Schaden machen. Das ist schon mal ganz nett. Ja. Bam, bam. Ich mag euch auch. Ja, ich kann... Ach, herrlich. Ich kann hier nur eine Bombe legen. Das macht natürlich Spaß. Oh, Max. Hallo. Hättest du nicht mal eben da sein können? Meine Güte, ey. Ja. Ihr wirft eine Bombe und macht dem Ding einen Schaden. Obwohl... er noch von außen trifft. Und gibt uns ein Herz. Alter. Der hätte uns eben so das Leben vereinfachen können. Das wäre unglaublich gewesen. Aber nein. Er hebt sich den Spaß natürlich auf. Ey, wie viel denn noch bitte? Jetzt kann ich wieder keine Bombe legen. Ey. Nee, hätte ich sowieso nicht gekonnt. So. Einmal den hier. Und einmal den. Das Schlimme ist, man darf ihn halt auch nicht irgendwie seitlich mit der Bombe treffen. Schnell, dreh dich, ja. Und schlecke. Ja, wunderbar, so klappt das. Ja, es tut mir leid, dass wir jetzt hier den ganzen Part mit diesem einen Bosskampf wahrscheinlich füllen müssen. Das ist nicht gut gelaufen. Aber es ist auch, eben, ihr merkt, es ist der nervigste. Und dass der Schild mich nicht komplett beschützt, sondern wirklich nur von vorne... Das hatte ich so echt nicht mehr in Erinnerung. Also ich dachte, der wird uns wirklich komplett beschützen. Das ist so ein bisschen bitter. Na, das hat mal wieder nichts gebracht, weil er... Ja. Gut, dass die Bombe genau dann explodiert, wenn es nichts mehr bringt. So, was haben wir denn noch gemacht? Wir haben noch einen Praktikumsversuch gehabt, wo wir ein bisschen am PC was gemacht haben. Und zwar Statistik. Ein bisschen gewürfelt, ein bisschen geguckt, wie oft kommt die Zahl dran. Und die und die und jene. Und wie groß ist der Mittelwert und wie groß ist... Wie gut ist eine Statistik, wenn man so und so viel Durchführung hat und keine Ahnung. Sowas ist halt jetzt noch ein bisschen trockene Theorie bei uns, aber sowas wird später insbesondere dann sowas, wenn es um Elektrodynamik geht, ziemlich wichtig, weil man dann eben Sachen, die man misst, Spannungen, die man misst, immer von einem Rauschen überdeckt sind, also von irgendwelchen äußeren Störungen und die sollte man dann nach Möglichkeit irgendwie, ja... nicht ausschalten können. Ausschalten kann man sie nicht, aber irgendwie umgehen. Nein, ach ja. Also, was heißt umgehen? Man muss halt, dadurch, dass man weiß, wie die äußeren Störungen irgendwie aussehen, versuchen, die rauszufiltern und dann nur das Signal, was man eigentlich haben will, rauszufischen. Und sowas haben wir jetzt eben mit ein paar Würfelexperimenten, mit ein paar Dartscheibenwürfen gemacht und ein bisschen Theorie mehr. In dem letzten Experiment, in Anführungszeichen. Aber ich muss sagen, dass wir dafür haben wir einen Linux-Rechner benutzt. Und Linux finde ich jetzt so als Windows-User ziemlich seltsam. Ich meine, es gibt ja viele, die schwören auf Linux. Aber so ganz kann ich den Hype um Linux nicht wirklich nachvollziehen. Naja, wohl schon. Ich glaube, wenn man sich mit Linux auskennt, gerade diese Möglichkeit eben über die Konsole ganz viel zu machen und da... ja, einiges rauszuholen, also... Wo immer bei Windows gemeckert wird, Windows hat keine Konsole, also nichts, wo man direkt auf das Betriebssystem zugreifen kann und nicht eben über diese grafische Oberfläche immer. Es gibt zwar die CMD in Windows, aber die ist wohl deutlich weniger ausgeprägt als in Linux. Und deshalb, wenn man sich mit Computern gut auskennt, mit Programmieren, was auch immer, dann ist man wahrscheinlich mit Linux an der besseren Stelle. Aber jetzt so, der Umstieg von Windows auf Linux ist einfach ziemlich schwer. Bombenteil gerettet, jawohl. Hat ja auch nur eine halbe Ewigkeit gedauert.
Hat man gemerkt mit deinen super Nachrichten. Nach einem harten Fight, ja. Das schaffen wir, glaube ich. Once you've gathered several Karabombs, attempt to merge Karabombs. If you succeed, you'll have even more powerful Karabombs. I'm counting on you, Bomberman. Und das spoilert er uns quasi unser nächstes Feature, was wir wahrscheinlich in Welt 3 erleben werden. Die Karabomb-Kombination, beziehungsweise Fusion, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es hier genannt wird. Yu-Gi-Oh! Ja, ich weiß. die wird uns auch noch viele Male weiterhelfen, wo... Ich würde gerne nochmal nach Tentasia, ja. Und zwar auf den Hügel, auf den Sucker-Hügel. Es ist irgendwie egal. Ja, um das vielleicht nochmal vorzuführen, da... Ja, jetzt gibt uns wieder den super hilfreichen Tipp. Klettere an der Klippe nach oben, dankeschön. Jetzt... Oh ja, schön langsam. Ist nicht nervig oder so. Gib mir mal bitte erstmal Geschwindigkeit. Nee, natürlich nicht. Wäre auch viel zu einfach. Boom. Und guck mal, den kleinen Bombenradius, den wir jetzt haben. Ich habe gedacht, wir schaffen das LP vielleicht sogar ohne einmal zu sterben. Aber ich glaube, das war auch der nervigste Gegner, den wir da hatten. Den habe ich immer ganz gerne übersprungen. Und aus welchem Grund, das dürfte jetzt relativ klar geworden sein. So, mehr für unseren Andler. Ah, man kann auch... Man kann auch Bomben legen ohne Karabomb draus tun? Das wusste ich gar nicht. Okay. Gut, jetzt wissen wir's. Andler, 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 Andler. Wisst ihr, sonst kriegt man immer die ganzen Bomben-Upgrades in den Arsch geschoben. Und jetzt, wo man einmal welche bräuchte, da sind sie alle weg. Ah, ja, das ist super. Ja, immerhin ein Speed-Up. Das ist ja schon mal göttlich bis jetzt, ey. So, kriegen wir hinten vielleicht noch was? Nee. Wäre natürlich auch cool gewesen, sich zu merken, wo es die ganzen Sachen gibt, aber dafür... Nee, nee, nee. Andler? Andler ist von Pommy jetzt halt immer relativ... Naja gut, es sind zwei Plätze, die entfernt ist, also... Es hält sich in Grenzen mit der Schwierigkeit, da immer zu switchen. Ja. So viel zu... Danke für die ganzen Bomben-Upgrades und so. Nicht eine Feuerkraft, nicht eine Bombe mehr... Nur Geschwindigkeit. Ja, ich wollte noch irgendwas hinten Interessantes hinaus, glaube ich. Genau, das ist wirklich interessant. Man kann stochastisch, eher statistisch, man kann über Statistik Pi bestimmen. Zwar nicht allzu genau, ist wahrscheinlich auch nicht die Methode, über die Pi heutzutage mit Großrechnern bestimmt wird. Immer genauer, immer genauer, immer genauer. Aber es gibt die Möglichkeit. Ist halt umständlicher als andere Methoden. Und zwar macht man das, indem man so eine Simulation macht. Man kann sich vorstellen wie Dartpfeile, die man auf eine Wand schießt. Die Wand hat ein, ja, ist quadratisch, das heißt, man kann in der X- und Y-Richtung, also Breite und Länge, hat man zwei Koordinaten und die gehen halt nur von... Was weiß ich, minus 5 bis 5, minus 10 bis 10, halt die 0 ist halt die Mitte, deshalb. Und dann kann man eben ein stochastisches Experiment machen. Man lässt einen PC Zufallsvariablen raten. Also, in dem Sinne halt die X- und Y-Koordinate lässt man zufällig vom PC bestimmen. Und, naja, da oben will ich gerne hin. Wenn man die X- und Y-Koordinate zufällig bestimmt hat, dann kann man im Nachhinein gucken, ob diese Koordinaten auf einem Kreis drauf liegen. Wie macht man das? Ganz einfach, beim Kreis ist ja die nette Eigenschaft, dass der Radius ins Quadrat kleiner ist. Nee, Quatsch, dass die X- und Y-Werte, also wenn man X-Quadrat plus Y-Quadrat nimmt, das muss kleiner sein als der Radius ins Quadrat. Das ist ein einfacher Pythagoras. Und wenn das erfüllt ist, dann liegt das Ding auf dem Kreis drauf. Schöne Sache. So, Smash hat mich letztes Mal damit geärgert, dass ich hier zu blöd war, um zu erkennen, von welcher Seite man das Ding aufbrechen muss. Jetzt sehe ich es mal. Und dann passt es auch. So, vielen Dank. Was wollte ich jetzt noch sagen?
Nein, keine Erklärung. Wir nehmen Angler. Level 35, das sollte doch packen. Gegen Marine Eel. 35 Schaden, ach du Scheiße, guckt euch das an. Die Attribute sind jetzt natürlich nicht ganz so vorteilhaft gewählt von beiden Seiten, weil Wasser gegen Wasser ist halt... Da kommt es halt drauf an, wer den höheren Level hat für die normale Attacke. Oder auch für die... Okay, sowas wie eine... Ja... Sowas wie eine Abschwächung, dadurch, dass man den falschen Typ hat, gibt's glaube ich nicht. Höchstens, wenn man eben gegen seinen Schwächen-Typ kämpft. Also gegen den Typ, der... Gegen den man die Schwäche eben hat. Ja. Und damit haben wir gewonnen. Und Marine Eel unserem Team zugefügt. Geworfene Bomben folgen Feinden, bis sie explodieren. Das ist eine coole Sache. Damit können wir jetzt hier im Level wahrscheinlich sogar noch was machen. Und ich glaube, wir müssen den Level sogar beenden, damit das zählt, was wir hier gemacht haben. Das ist ein bisschen nervig. Okay, kriegen wir schon hin. Jetzt nur die Frage, wo war das, wo wir hinwollen? Ja, um das vielleicht mal auszuführen, was ich eben angefangen hatte mit dem Pi berechnen. Wie gesagt, man guckt dann eben, ob der Radius, ob x² plus y² kleiner ist als der Radius ins Quadrat. Den Radius kann man prinzipiell frei wählen, aber es wäre natürlich ganz sinnvoll, den Radius so groß zu wählen wie... ja gut, je nachdem. Wir haben es jetzt mit einem Viertelkreis gemacht. Man könnte es genauso gut mit einem ganzen Kreis machen, den man dann ins Quadrat einbettet. Und dann wäre der Radius halt die Hälfte von der Seitenlänge vom Quadrat, die man kennen sollte. Ja. Genau. Hier können wir jetzt mit Marine Eel nämlich was machen. Wenn wir jetzt hier nämlich die Bombe rüberwerfen, dann wird es zu einer Verfolgerbombe und killt den Typen da hinten. Und dann können wir irgendwas Cooles machen. Oder nicht? Hä? Das hier bewegt sich schon, ne? Ah ja, gut, dann ist das hinten gar kein Schalter mehr, den man aktivieren muss, sondern... Dann sind wir hier schon so gut dabei, wie man es nur machen kann. So, hier rüber würde ich jetzt noch gerne mit... Handler. Ja, also wenn man das danach geguckt hat, jedenfalls, dann kann man bestimmen, wie viele von den Pfeilen, die man zufällig bestimmt hat, eben... Also wenn man sich jetzt als Dartpfeile vorstellt, wie viele eben in diesem Kreis drin gelandet sind... Und dann teilt man das einfach durch die Anzahl der insgesamt geworfenen Pfeile und kommt dann auf die Fläche vom Kreis durch die Fläche vom Quadrat. Wenn man die Fläche vom Quadrat beispielsweise als 1 festsetzen würde, also weil es Seitenlänge 1 hat, dann wäre der Radius gerade Pi Viertel, also nee, wäre der Kreis gerade Pi Viertel groß. Und so käme man dann eben auf Pi Viertel. Wenn man das dann nochmal 4 nimmt, dann ist man bei Pi. Und das allein aus einer statistischen Überlegung, was schon ziemlich cool ist, ja. Also... Darauf mal eben so zu kommen, ist schwierig, glaube ich. Ist aber auf jeden Fall spannend, sowas. Ja. Und das ist eigentlich nur Theorie. Also da merkt man, selbst Theorie kann manchmal spannend sein. Also, je nachdem, wie viele von euch so Theorie spannend finden, aber... Vielleicht rede ich auch mit Leuten, die noch nicht mal wissen, wie man die Kreisfläche berechnet. Also dann ist das Geschwafel natürlich voll überflüssig, was ich gerade hier abhalte. Aber für diejenigen, die es vielleicht interessiert... Man will ja dann irgendwo schon dann nochmal kleine Einblicke geben, oder? Also ich finde, irgendwo gehört das dann auch mal dazu. Für Leute, die vielleicht ebenso Physik interessiert sind. Zumindest einen habe ich schon mal kennengelernt an der Stelle. Grüße an Andreas, heißt er, glaube ich. Ich glaube schon. Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht. Nein, ich glaube, er ist Andreas. Danke dafür. Was heißt danke dafür? Schön, dass du auch Physik gut findest. Kann man ja nur unterstützen. Stimmt, da wurde mir auch letztens mal ein Kanal empfohlen, ich glaube, wie heißt der? 100 Sekunden Physik? 99 Sekunden Physik? Irgendwie sowas, ja. Der macht immer so kurze Videos über Physik, so anschaulich mit Erklärungen. Ist ganz nett, aber man merkt halt schon, dass es Schulniveau hat. Das auf jeden Fall, ja. Also ist jetzt nichts, wo man sagen würde, oh mein Gott, hier, das ist ein Wunderkind oder so. Aber er versteht es auf jeden Fall gut zu vermitteln, das ist keine Frage. Und das ist bei Physik halt immer sowas, was wichtig ist. Und sowas erfährt man ja auch immer wieder. Das ist Teil, also teils von Nachhilfeschülern, teils von anderen Leuten erfahre ich immer wieder, dass Physiklehrer wohl nicht ganz so cool zu sein scheinen. Und viele sagen auch, ja, ich finde Physik eigentlich ganz cool, aber Lehrer ist scheiße. Und das ist irgendwo schon schade. So ein bisschen. Aber woran könnte das liegen? Ich weiß es nicht. Also ich persönlich fand meine Physiklehrer immer cool oder weitestgehend cool. Man sollte dann vielleicht auch mal wissen, wie man den Kampf hier beendet. Das war einfach nur, indem man hier eine Bombe vorlegt.
Ja, also wie gesagt, ich fand meine Physiklehrer weitestgehend cool. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich Physik eben so ein bisschen zugehörig dann gefühlt habe. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Gut, so ein gewisses grundlegendes Mathe-Naturwissenschaftsverständnis muss natürlich irgendwo schon vorhanden sein. Dafür den Grundstein legt man, hat man wahrscheinlich teilweise schon von Geburt an, wenn, schätze ich. Also, ja, ich glaube echt daran, dass sich Fähigkeiten teilweise schon bei der Geburt oder schon vorher, ja, natürlich, teilweise halt schon in den Genen liegen. Aber halt auch nur teilweise. Erziehung spielt dann natürlich auch eine wichtige Rolle. Das ist keine Frage. Aber auch überwiegend nicht nur unbedingt die Erziehung, die man in der Grundschule genießt, sondern überwiegend die Erziehung, die man... Ja, der rollt nur hin und her, der Gammler. Überwiegend die Erziehung, die man so in den ersten 3 Jahren, würde ich sagen, sogar erfährt. Das ist... mag sich banal anhören, aber ich finde... Also ich glaube, das ist echt so ziemlich die wichtigste Phase im Leben von einem Kind. Was Erziehung betrifft. Was... Fähigkeiten, Interessen, Ausprägungen betrifft. Ja. Und deshalb finde ich es auch gar nicht so schlimm, wenn man jetzt Grundschüler irgendwie Fernsehen gucken lässt, weil als Grundschüler bin ich der Meinung, hast du... Ja, man sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt Zweijährige den ganzen Tag vor Fernseher setzen. Vor den Fernseher setzen. Oder vor YouTube? Keine Ahnung, YouTube noch eher. Aber egal. Ja, gut, mit diesem Fazit können wir uns, glaube ich, erstmal verabschieden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit der Wüstenwelt. Ich war der Leinart 0503. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö tschö. Nein. Ja. Ich glaube, die Anspielungen an Begrüßungen und Verabschiedungen waren offensichtlich. Ich hoffe es. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.